So, ein wunderschön. Willkommen zurück zu MyTest. Yay! Folge 17. Ist gleich. La. La. Punkt. Play. Perfekt. Und nicht, dass wir wieder die falsche Version hier benutzen und dann alles wieder den Bach runtergeht. So, mein Test-Let's Play-Server ist die Nummer 2. Ja, sollte richtig sein. Ja, doch. Genau, sollte richtig sein. War ich gerade ein bisschen confused? So. Wir waren. Warum waren wir hier? Ach so, ja, Bäume. Genau. Ja. Wir brauchen Holz. Nicht gerade wenig, eher eine ganze Menge. So. Quatsch. Mach ich denn da? Danke. Das ist das normale Holz. Das brauchen wir dementsprechend auch. Mal hier ein bisschen. Ja, bei meinem Mindclone-Server, da gibt es jetzt eine ganze Menge Neuerungen, weil, wie gesagt, der Mindclone-Server, der war ja bisher, also als ich damals angefangen hatte, hier mit den Servern einrichten, das war ja eher nur so für mich so, damit ich halt öfters mal spielen kann und der Server immer so nebenbei weiterläuft und dass, wenn andere mal Bock haben, auch auf dem Server joinen können und spielen können. Ne? Letztendlich ist daraus aber dann doch wesentlich mehr geworden. Da spielen jetzt diverse Spieler regelmäßig aktiv. Und da merkt man doch, dafür war der Server halt ein bisschen ungeeignet, weil, naja, da war halt alles Rickelbuden. Ich hatte am Spawn ein paar Bereiche reserviert, hatten halt die anderen Spieler immer mal ein paar Bereiche reserviert und das meiste war aber ungeschützt, heißt also viele Leute, die aufgejoint sind, haben praktisch die Natur, ich sage es mal, geschändet. Weswegen die Leute, die da ein bisschen ernsthaft was machen wollten, das natürlich ein bisschen gehindert hat, weil wir praktisch erstmal den gesamten Spawn immer wieder aufräumen mussten und deswegen haben wir uns jetzt praktisch dazu entschieden, den meinen Klon-Server komplett neu aufzusetzen. Heißt also quasi einfach nur die Map komplett zurücksetzen. Mitsamt allen Spielerdaten und allen Areas natürlich auch. Und den jetzt komplett neu zu machen. Richtig schön mit Spawning-Bereich. Da habe ich auch zwei sehr aktive Spieler. Einmal der Master Warcraft, der ist praktisch ja so der baukünstlerisch Begabte, der sich um den Spawnpoint kümmert. Und dann haben wir noch einen JJK1 Spieler, also der heißt so, JJK1. Und der kümmert sich praktisch am Strand, da wo früher auch die ganzen Häuser waren, wo auch das Museum war, was ich gezeigt habe, etc. Ja, der kümmert sich praktisch auch wieder um den Strandbereich, sodass wir jetzt wirklich richtigen Spawnbereich haben, der ausschließlich zum Joinen praktisch ist, um erstmal zu zeigen, was so alles geht. Da ist auch richtig Tutorial-Area jetzt. Also, hat sich einiges geändert. Und dementsprechend, ja, könnt ihr euch schon mal auf das nächste Mein Klon-Let's Play freuen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wann das rauskommt. Wie gesagt, der Server ist jetzt neu. Und so wie er jetzt aussieht, kann man da noch nicht allzu viel zeigen, geschweige denn machen. Heißt also, wir werden uns dann erstmal wieder komplett neu, halt logischerweise wieder mit dem Account hier wieder anmelden. Ja, werden uns dann wieder einen neuen Bereich suchen, eine neue Gegend suchen. So, jetzt spawnt hier alles, sehr schön. Ja, und dann, wie gesagt, komplett nochmal von vorne anfangen. Danke. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass da einiges kommt. So. Ist hier noch irgendwo Holz oder was? Ach ja. Da hatte ich noch Holz versteckt.
Ja, langsam lichtet es sich. Hier ist auch noch Holz. Wow. Direkt ganz unten, dass ich das nicht gesehen habe, schon fast peinlich. Alles abgebaut? Sehr schön. Gut, die müssen wir auch noch abholzen. So. Na komm, komm. Scheiße, Mann. Dass immer der letzte Baumstück nicht, Baumstumpf nicht geht. Ist ja schlimm. So, dann werden wir jetzt nämlich mal zur effizienteren, scheiße. Zur effizienteren Abholzung für die Zukunft. So wie wir es bei der Mine-Klon-Welt gemacht haben, oder dem Server. Ich nehme ich auch mal raus. So. Die Bäume einfach immer in Reihe und Glied pflanzen. Das macht das mit dem Abholzen wesentlich einfacher. So, danke, danke. Ein Ei. Oh, hier ist noch ein Baumstumpf. Wie konnte ich denn den übersehen? Ach ja, weil der, wo ich mich draufgestellt habe, zum Hocharbeiten. So, hier ist auch noch einer. Da. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wo sind denn unsere Samen? Da. So, und die S-Bahn-Bäume. Die S-Bahn-Bäume. Kommt einfach mal hier hin und jetzt einmal rückwärts, Frank. Ey, ich gehe genau durch. Lol. Reicht das nicht schon? Kopf auf. So, okay. Wir haben Holz. Damit können wir jetzt hier schon mal weiterbauen. So. Sehr schön. So, Holz. Das ist das da. Da einmal die Q-Taste und jetzt hier so ranschleichen und dann Let's. Fuck. Danke. Voll gut. Fuck you. Komm ich auch so ran? Ja, geht doch so. Ach, Mann. So. Das gerade. Ach. Aber dieses kurzzeitige Wegploppen hier. So, hier geht's gerade durch und hier geht's nicht gerade durch. Gott, was hab ich denn hier für eine Ordnung gemacht? Hier ist ja gar keine Ordnung. So, du kommst auf jeden Fall erstmal weg. Nee. Du kommst noch einer ran. Jetzt kommst du weg. Beziehungsweise nicht, mach erstmal den der ran. Hopp. Hopp. Jetzt kommst du weg. Und jetzt kommst du so ran, genau. Das macht dann Sinn. Der kommt hier auch weg. Der kommt dann gerade ran, genau. Und hier genau das gleiche. Genau, hier ist er bereits gerade. Aber der hier muss korrigiert werden. Hallo? Ach, Mann, ey. So, das heißt, du kommst weg. Und du kommst ran.
Sehr schön. Gut. Hätten wir. So, hier kommt er auch gerade weiter. Und an den Rand kommen. Da. Und dann hier weiter. Na komm. So, 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 so. Ach komm. Ach Mann. Auf hier. Ach, geht doch nach Hause. So. Dann geht es hier vorne weiter. Hinten mag er uns ja nicht mehr. Setzen, dann haben wir das auch. Genau. Ach Gott, ey. Genau, hier geht's dann gerade weiter. Na komm. Schaffen das. Oh mein Gott, das ist so eng. Ja, jetzt. So. Okay. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Dann haben wir den Außenrahmen schon mal fertig. Dann kommt jetzt die Zwischendecke, wobei ich da noch nicht genau weiß, ob ich die mit dem... Ne, komm, doch, dann machen wir mit dem dunklen Holz hier, mit dem hier. Das sieht, denke ich mal, besser aus. So, für die Decke oben hier auf jeden Fall. Ein Glück waren das nur 4 Holzstämme. Kein Kommentar. Kein Kommentar. So, für die Decke oben nehme ich das Holz und den Boden unten machen wir dann aber aus Gestein. So, dementsprechend können wir das jetzt schon mal auftragen. Ausheben möchte ich doch. So. Eisenschippe ist kaputt. Wieso kann ich nicht rennen? Hä? Aber habe ich hier. Was habe ich denn hier? Habe ich. Hä? Das ist in die Tastaturbelegung zu scheiße. Vorwärts, rückwärts, das stimmt. Benutzen ist Leertaste, das stimmt auch. Springen und schalten links ist auch. Schleichen ist auch richtig. Wegwerfen ist auch richtig, Inventar ist auch richtig, Schon auch richtig, was leider leicht Befehle gerade noch so gucken und stellen muss. Auch richtig, Eben, nur du hast es jetzt falsch. Bin verwirrt. Ach ja, muss ich ja hier auf Speichern drücken. Geht doch. Dankeschön. Alter, was war das denn? Achso, ich wollte... Oh, Schippe. Yay! So. Vielleicht haben wir sogar noch eine hier, um für die Kisten zu liegen. Das wäre natürlich super nice. Nein, haben wir da nicht zu liegen. Oh, cool. Okay, müssen wir uns also eine bauen. Auch nicht weiter tragisch. Oh, jetzt, was? Komm, wir bauen. Nehmen wir lieber nicht. Gib uns lieber noch eine Spitzhacke oder sowas. Nee, komm, lassen wir erstmal hier komplett. Wenn wir brauchen, können wir es immer noch bauen. So. Okidoki. Yay!
Ja, ich hoffe, dass letzte Woche meine Videos so ein bisschen zu der Vorgeschichte, was so vor Minecraft 2 existierte, hat euch so ein bisschen gefallen. Ich persönlich bin halt so dieser kleine, boah, alter Junge, so ein kleiner Nostalgiker. Ich interessiere mich halt immer so gerne, wie so Sachen entstehen, auch also so über die Zeit gesehen. Von daher hatte ich halt das Verlangen, etwas das auch zu zeigen. Weswegen ich halt die Videosendung gemacht hatte. So, Sand. Dankeschön. Von daher, wie gesagt, hoffe ich mal, ich bin damit allen konform gegangen. So. Gut, weiter. Tja, dann werden wir wohl erstmal auf Steinsuche gehen müssen. Beziehungsweise ich kann mal gucken, ob wir in irgendwelchen Kisten noch Steine haben. Weil wie gesagt, ich würde den Boden hier gerne mit Steinen auskleiden. Wobei wir dann auch nochmal gucken müssen, was für Steine da dann zum Einsatz kommen. Ob ich nochmal einen Cobblestone benutze. Was ich persönlich halt immer so relativ schön texturiert finde. Oder ob wir da... Ja, ich weiß nicht, Cleanstone sieht einfach zu langweilig aus, so als Boden. Der einzige, wo ich wie gesagt noch ein bisschen, ja, mitgehen würde, ist sowas wie, ich weiß nicht, hier Bricks oder sowas, also hier so Ziegelsteine. Das Problem ist halt bei diesen klassischen Ziegelsteinen, bei den roten, die sind halt wieder zu kräftig von der Farbe her. Das sieht dann auch blöd aus. Fürs Dach geht sowas, kein Problem, ja, aber nicht fürs Fußboden. Das ist denn doch ein bisschen zu heftig. Weiß nicht, mag ich nicht. Ist nicht so meins. Danke. Jetzt haben wir gleich mal wieder ein bisschen Samen für unser Feld. Können wir unser Feld mal vergrößern bei Zeiten. So, okay. Sieht doch schon mal, ouch, gar nicht mal so schlecht aus. Einmal raus. Wisst ihr, wir können sowieso mal wieder gucken, was unser Feld eigentlich überhaupt macht. Haben wir ja jetzt schon lange Zeit mal nicht mehr beobachtet hier. Da war ich schon gewachsen? Naja, geht so. Könnten mehr sein. Oh, ja, das sieht doch gut aus hier. Wow, das Schiff ist auch schon wieder fast tot. Schmeiße ich die mal ins Meer. So wie man es macht, wenn man auf die Umwelt achtet. So, die Baumwolle kann ich eigentlich auch mal abtragen. So viel Baumwolle braucht ihr wahrscheinlich gar nicht. Wir brauchen genau genommen, wie viel Baumwolle brauchen wir denn eigentlich? Aha, okay, also doch, wir brauchen noch ein bisschen. Ah, wir brauchen definitiv noch ein bisschen. Na gut, okay, dann brauchen wir halt noch ein bisschen. Ist ja auch nicht weiter wild. Wir könnten aber auch mal unser Feld ein bisschen vergrößern. Würde das was bringen? Würde das gut aussehen? Ich weiß nicht. So, gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie war denn das mit dem Brot backen? Nein, damit garantiert nicht. So, guckt man Mehl, nein, guckt man nicht. Achso, mal pro 4, okay. Passt ja. So, jetzt haben wir ein bisschen. Ach, genau, und jetzt schmeckt mein Schweizer jetzt direkt in den Ofen. Eben, braucht man ja gar nicht so lange. Jetzt muss man nur ein bisschen Mehl formen und dann, scheiße, das ist der falsche Aufgang. Ich muss da lang. So, was wir hier auf jeden Fall auch mal bauen könnten, wäre so ein Ofen, so ein, ach nee, Quatsch, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, ist schon wieder. Na, das war natürlich gerade kompletter Humbug.
Nee, ich wollte gerade sagen, so ein Automatisierungsofen, wo man praktisch einfach Kisten hat und dann der Ding vollkommen automatisch, autonom arbeitet, aber das geht ja nur bei meinen Klonen. So was gibt es hier, soweit ich weiß, gar nicht. Oder? Tja. Was habe ich denn da? Nee, Trichter oder sowas gibt's gar nicht. Trinkglas. Hoch nicht. Da, genau, die hier meinte ich. Naja. Das hier wäre vielleicht was Nices. Wüstenpflasterstein. Das würde von der Textur sogar passen zum Fußboden. Ich mag halt einfach diese relativ kleine Textur da. Das ist halt. Ich weiß nicht. Oder wir nehmen doch Clean Stone. Mal gucken, was haben wir denn? Wir haben. Ja, okay. Hier haben wir. Wir haben nur Clean nur Cobblestone. Schmeiß ich die Scheiße mal in den Ofen. So ungefähr. Und dann backen wir die Kacke mal. Während wir unser Haus weiterbauen. Yay. So. Achso, genau. Gut. Können wir erstmal nichts machen. Dann müssen wir erstmal warten, bis das Ding fertig ist. Du kommst immer her. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja, Dach. Dazu brauchen wir Holz. Ich schlag mal ein paar Bäume kaputt. Meine Axt ist kaputt. Oh mein Gott. Ach, langsam brauchen wir mal wieder ein bisschen Eisen. Das sieht ja hier gar nicht so gut aus. Hallo, danke. So. Okay. Holz. Diesmal bitte nicht wieder wegschmeißen. Das wäre eher tragisch. Ist katastrophal. So. 296, das passt ja genau. God damn it. War nicht geplant, hat aber gereicht. Er hat aber funktioniert. So. Aha, danke. So. Kann man? Ja, das geht auch. Geil! Wow, 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 wow. Soll aber aufpassen. Damit sind wir nämlich auf jeden Fall schneller.
Und können auch Fehler machen. Ja doch, das ist auf jeden Fall schneller. So, so, so. Ein Hoch auf die Speed-Taste. Noch nie war Bauen so kinderleicht. Kaufen Sie jetzt Speed-Taste Extreme. In der neuen Sonderedition mit dem deutschen Layout. Wir haben noch 9 Holz. Achso, und noch ein weiteres Stack. Darf ich nicht vergessen. Hoffentlich die spawnen die ganzen Sachen endlich mal. Sieht der scheiße aus. Wenn der alles sich so rumdreht. Ach du Kacke. Wow. Okay. Speedtest hat also noch einen weiteren Vorteil. Es war einmal vor sehr langer Zeit. Ich weiß, wir waren damals noch zu zweit. Nein, scheiße. So, du kommst weg, dankeschön. 27 haben wir noch. Na, das geht ja. Und leer. Wups, ah! Okay, mit der Speed-Taste. Mit der Speed-Taste muss ich noch ein bisschen aufpassen. Die reagiert hier doch etwas anders als in meinem Klon. Oh, bei geht eigentlich. Wenn man weiß, wie man die. Hier ist auch kein Baum gewachsen, ernsthaft? Was machen wir mit den Blättern? Scheiß Bäume, ey. Scheiß Biologie, scheiß Natur. Drecksgesocks. So, wie viel ist hier bereits gibt? Ah, alles. Unsere gesamte Kohle ist weg. Wollt ihr mich? Are you fucking kidding me? Okay, wir brauchen Eisen und wir brauchen Kohle. Ach, okay, wir haben Kohle. Ah, ich dachte schon. Oh, wir haben uns gar noch. Wow, wir haben sogar noch Eisen. Halt. Falsch, ich wollte das reinpacken. Gut, dann haben wir alles. Okay, ich dachte schon. Gut. Das kann eigentlich auch gleich mit rein. Ah, wir haben noch einmal Wolle. Den brauchen wir ja gar nicht mehr so viel Wolle. Die ganzen Pflanzen sind umsonst angebaut. War ja wieder klar. Warum auch nicht? Wow, wir haben sowieso noch Wolle. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht an Pflanzen brauchen. Nee, ich hätte es gar nicht an Pflanzen brauchen. Gott, damn it. Okay. Kommando zurück. Die ganze Kacke kann alles wieder raus. Bam, bam. Den ganzen Scheiß brauchen wir alle gar nicht mehr. Bam, 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 bam. Wir haben bereits genug Wolle. Die Wolle brauchen wir ja nur, um unser Bett zu bauen. Und da reichen 12 vollkommen aus. Von daher, haben wir alles. Achso, die anderen Sachen kriegen wir nicht mehr zurück. Okay. Die sind also für immer verloren. Ach, wohl nicht weiter schlimm. Auch nicht weiter schlimm. Jo. Da, ne. Danke. Bam. So. Bett. Da braucht man ja die farbige Wolle, ne? Ja, wir brauchen farbige Wolle. Okay, Pflanzen haben wir, aber soweit ich weiß. Pflanzen. Wir haben keine Pflanzen. Wir haben. Ach, leck mich doch. Gut, müssen wir erstmal ein paar rote Blumen suchen. Beziehungsweise das machen wir erstmal in der nächsten Aufnahme. Ja. In dem Sinne würde ich dann mal sagen,
Schau mit V.